Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zum nächsten Sträubvlog. Wir sind gerade im Dolfbach. Das ist ja das Stück, wo wir so ein Board haben und unten ist der Bach. Und da haben wir auch viel schönes Holz an dem Board, wächst da. Da hinterherum hat es einige schöne Buche. Ja, da haben wir auch schon öfters überlegt, mal selber Holz zum Einschlagen, aber das können wir halt jetzt selber noch, müssen wir da auch einen holen, der uns das fällt und aufzieht und so. Naja, das wird sich bestimmt mal ergeben. Ja, jetzt wollen wir mal schauen, jetzt hat es ja so gestürmt zum Anfang der Woche. Und hier hat es auch ein paar Esche, aber auf der anderen Seite vom Bach, also nicht mehr vor uns. Und ja, durch das Eschentriebsterben sind die auch nicht mehr ganz vital. Da hat es auch schon im Herbst mal was rangehauen und so. Ja, und da liegt jetzt auch wieder was. Halt bei uns. Jetzt legen wir es dann an und noch übergeben wir es der Natur. Genau. Ist ja schon auch. Das ganze Holz ist ja schon auch einiges wert. Na, schaut man da halt einmal auch, wie es aussieht. Aber sieht doch jetzt ganz okay aus, aber es soll jetzt auch wieder stürmen am Montag. Oder in der Nacht zum Montag. Genau. Ja, hat Frust, aber wir werden trotzdem zwei Beben rausmachen. Das wird vom Grabe gegangen und da müssen wir halt viel graben, weil das sind kleine Delicios. Zeige ich euch noch gleich. Weil die sind einfach nicht so gut. Sind jetzt so alt, vielleicht 30 Jahre höchstens, schätze ich. Und ja, da wollen wir mal was anderes oder jetzt vielleicht ein Jahr mal gar nichts. Noch vielleicht Topaz oder so auf M9 oder auf Unterlage halt. Man muss halt auch mal spritzen natürlich, aber die Äpfel waren jetzt auch ein klein und so. Also da brauchst du auch ein bisschen Spritzer. Ja, so sieht's aus. Die zwei sind sie eben, die BM Golden Delicios. Die kommen raus. Ja, man sieht es auch krank. Und naja. Nicht so schön einfach alles, aber die gangen bestimmt schnell. Ziehen wir ein wenig, machen wir ein wenig frei, hin ein paar Wurzeln vielleicht weg und dann ziehen wir mit dem Stahlseil rum. Das wird gegangen. Dann fahren wir es auch gleich weg, das Zeug. Das Holz können wir ja, je nachdem wie es ausschaut, aber ich schätze schon, dass man das zum Holz macht und noch aufspaltet, wenn es passt. Genau. So machen wir. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. Ja, mit den zwei Beben sind wir fertig, die haben wir aufgeräumt, also das Reisig und das Holz müssen wir noch spalten, wenn es halt passt, wenn man da Spalter dran hängt. Ja, klar tut es immer weh, wenn so junge Beben rauszumachen, also jung, sind halt so 25, 30 schätze ich auf jeden Fall. Ja, aber was soll man machen, wenn es einfach nichts Gescheites gibt und ja, nur müsste es halt raus. Oder kennen und so die, dass da jetzt Insekten oder so oder Vögel davon was haben, das schätze ich auch gut vor solche Beben.
meine, die sind ja klein und da war jetzt auch noch nichts so richtig Marsch oder so oder ein Loch oder so, wo die nicht können oder so. Ja, wir pflanzen ja wahrscheinlich auch wieder neue hin, deswegen passt es in meinen Augen. Ja, jetzt am Mittag laden wir noch ein wenig Reisig auf. Gerade hier, also Reisig auf Reisig, weil die Wiese Reisig heißt. Genau. Ne, die andere, wo wir auch noch Reisig haben, da können wir jetzt halt nicht fahren, weil es so viel geregnet hat. Oder da wollten wir eigentlich, oder würden wir nachfahren, aber schon jetzt wegen riskant und jetzt war es auch wegen frostig noch und so. Und wenn es noch doch noch wegen faurig irgendwie im Nordhang, da, wenn du da losrutschst, na, das wollen wir nicht. Es wird ja hoffentlich mal wegen trockener noch. Aber ja, der ist halt jetzt der Winter, dass mal wegen nass ist. Schlepper sieht auch aus wie Sau und alles. Naja, waschen wir noch nach dem Winter mal. Ja, also hier haben wir mal geschnitten. Das war, glaube ich, 3.1. oder so. Also vor einem Monat ungefähr. Ja, das rum auf und fahren jetzt weg. Naja, hier sieht man mal, wie die Wildtiere auch fressen jetzt im Winter. Da hinten ist ja gleich der Wald. Wenn die jetzt nichts zum Fressen haben, holen sie hier halt selbst die Knospern so. An dem jungen Holz vor allem. Ja, wenn es schmeckt, jedem das seine halt. Naja, Reisig haben wir weggefahren und jetzt machen wir Feierabend. Jetzt nochmal, also jetzt nur grob glaube ich, aber letztes Mal, also bevor wir angefangen haben mit Holzspalten, hatten wir glaube ich 3555 Stunden und da war er vollgetankt. Und da haben wir jetzt ja zweimal Holz gespalten und weggefährt und jetzt heute tankt. Es sind 24 Liter reingegangen und es waren jetzt 3.666 Stunden, also 3.666, also gut 10 bis 11 Stunden und jetzt die 24 Liter, das heißt beim Holzspalte vielleicht 2 Liter und beim Wegfahren 3, schätze ich mal so grob, also schon spritsparend auf jeden Fall und ja, das ist halt, der braucht im niedrigen Drehzahlbereich nicht viel, bloß wenn man halt viel auf der Straße fährt und auch halt Vollgas, weil muss ja auf der Straße irgendwie vorankommen, nur fährst halt Vollgas eigentlich. Noch braucht er schon mal. So, ja, wir machen Feierabend. Ja, heute euch gefallen wieder und bis zum nächsten Mal. Adi. Wieder Lura.